Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Heute bin ich wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Marvel Strike Force. Ich habe das Spiel schon mal heruntergeladen und gespielt. Oh. Ich hoffe, das geht schnell. Also, ich habe das gerade heruntergeladen, aber ich habe das schon mal gespielt gehabt. Und ich hoffe eigentlich, dass er meinen alten Stand hat. Soweit ich mich erinnere, ist das das Spiel, wo man die fünf Charaktere hat. Irgendwelche fünf Charaktere. Und mit... wie ist der? Mit Luke fängst du an. War mein erster. Das übersprengen. Nein. Naja, schauen wir mal. Da sind wir. Und weiter, 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 weiter. Spider-Man. Ne, ist nicht mein Alter. Das ist ein neuer Kampf. Neuer Spielstand. Und wie bekommt man noch? Schade. Es ist zwar das Spiel, was ich meinte, aber es ist nicht mein alter Spielstand. Na, jetzt haben wir Luke. Okay, mit Spider-Man hat man angefangen und Luke bekommt man als zweites. Tägliche Ziele. So, es ärgert mich mal ein bisschen, wenn ich das Spiel neu lade. Vor allem, ich war auch damals auch über Dingens angemeldet. Über Google Play war ich doch angemeldet. Ich verstehe das nicht.
Na gut, kein Problem. Müssen wir halt wieder von neu anfangen. Ich denke mal, das Spiel ist morgen sowieso auch wieder dabei. Also. Oh, Elektra. Okay, jetzt gibt es nur noch Elektra. Kritischer Treffer. Ich bin noch angemeldet. Verstehe ich nicht. Ich mach mal Verbinde mit Facebook. Also, dann mach mal die Erfolge. Was sind Erfolge? Tägliche. Habe ich doch gerade irgendwo gehabt. Liste. Die drei habe ich. Muss halt wieder von neu anfangen. Okay, tägliche Ziele und steht hier ganz groß, ja. Ausrüstung.
alle Level 3 und ich denke mal, das müsste jetzt erstmal reichen. Heldenkampagne spielen. Springen. Team, yeah. Oh, Ping, King Ping, Ping, King Pin, sowas. Geschichte brauchen wir nicht. Die ist so manchmal ein bisschen komisch hier, die Geschichte. Ausrüsten. Jawohl, ein Charakter ausgerüstet. Das ist unfair. Und weg ist er. Ganz schnell. Später kann man auch Automatikkampf einschalten. Aber ich weiß nicht, wann das kommt. Ist schon da, Automatik. Und dreifache Geschwindigkeit. So.
Automatik ist nicht immer gut, weil manchmal spielt der Automatik eigentlich nur Scheiße. Aber das ist ja normal. Das kennt er ja von Automatikspielen. Scheiße, ich habe jemanden verloren. Also das müsste ich nochmal spielen, weil die Automatik versagt hat. Jetzt habe ich Puncher. Schön. Jojo. So, die nächste tägliche Quest. Schließe Kampagnenmodus 10 ab. Okay. Ich möchte den nochmal. Schauen wir, ob wir jetzt den Automatik, ob wir das mit Automatik schaffen. Ansonsten müsste ich wirklich nochmal kämpfen. Dann jetzt, dann geht es jetzt weiter nach Kampagne 10.
Gut. Hier gibt es einmal diese täglichen Missionen, aber die täglichen Missionen erweitern sich immer. Sprich, die eine ist abgeschlossen, kommt die nächste. Es sind keine richtigen täglichen Missionen, das sind immer nur Ziele, die du als nächstes dir vornehmen solltest. Ich meine, so war das bei den Spielen. Also das heißt, ich müsste jetzt bis Kampagne 10 schließen. Ist das fertig? Dann kommt die nächste Mission. Also, und ich sage, die Geschichte finde ich ein bisschen doof, weil hier kämpft dann auf einmal mal ein Guter gegen einen Guten, ein Böser gegen einen Bösen. Okay, die Bösen kämpfen ja sowieso meistens alleine für sich. Winter Soldier wäre hier. Ich die ganze Zeit immer in der gleichen Mission gerade gespielt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Redskin. Ein Bösewicht von der Hydra. Alles Gute. Lass mal Adeljana und so weiter. Vier Phasen.
alles gleich auf. Und wer kommt da durch? Wer kommt da durch? Ah. Vergesst mal den Namen von Guardian of the Galaxy. Der mit der Pfeife. Okay, nicht Pfeife. Er pfeift nur immer. Mit dem Kugelschreiber finde ich aber besser, wenn er kämpfen würde, als mit dem Gewehr. Luke hätte auch beinahe zerbröselt. Events. Elektra. Yippie, einen neuen Charakter. Ach, der ist schon Level 5. In der Mitte, hinten steht der Heiler. Ach ne, das ist vorne. Da steht Luke. Dahinter steht der Heiler. Dahinter steht Punisher. Und da rechts daneben Spider-Man. Und dann kommt Elektra. Schauen wir mal, wie weit wir kommen in den Event Elektra. Oder bei dem Event. Boah.
gewonnen. Also, alle überlebt. Nicht gewonnen, alle überlebt. Schauen wir mal, bei, was da ist. Okay. Schauen wir mal, was das für eine Liste ist. Stufe 1. Die konnte nur von Level 1 auf Level 5 gehen. Gibt es auch immer Sachen, wo ich noch ein bisschen überrascht bin. Von Level 3 auf von Stufe 3 auf Stufe 5. Den dann auch. Spider-Man, der Heiler, Punisher kommt noch, genau. Heiler habe ich glaube ich schon, oder? Jojo, da sind wir noch nicht. Punisher hat nochmal einen Ausrüstungsgegenstand, Upgrade. Klasse 2, noch besser. Ach, das sind immer noch auf 5. Gut. Bei vielen Spielen ist das ja, wenn du ein Upgrade machst, dann fängt der Charakter wieder auf Level 1 an. Aber hier nicht. Auch gut. Jo, das waren alle. Was für Tagesziel haben wir jetzt? Ah, abgeschlossen, abgeschlossen. Neue Stufe 6. Automatisch Sieg. Das können wir auch machen. Ah, Kampagne. Wir gehen nochmal eine Kampagne zurück und machen hier. Ich möchte alle 3 Sterne haben. Warum hatte ich jetzt gerade nicht Elektra gehabt? Ich habe es auch aufgelevelt. Schade. Naja. Hulk Smash! Noch der böse Hulk? Ach, Pfeiler schon wieder tot. Das kann doch nicht sein. Aber ich kriege 2 Sterne. Mal Automatik-Sieg machen. 3. Jetzt haben wir die Quest fertig. Kriege ich einen neuen Held? Oh. Red Dog. Vorräte aufgefüllt, täglich 3 Versorgungskäufe. Okay.
diesem Preisset, oder? Ah ne. Guck mal, den kann ich kaufen. Eins. Dreimal soll ich das machen. Boah, 60.000. Könnte ich mir mal leisten. Ich brauche bestimmt später das ganze Geld. Deswegen hole ich mir diese kleinen Sachen hier. Kampagnen-Counter. Habe ich mir nicht gerade einen Charakter gekauft? Wo ist der? Wo ist der Charakter? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, den kann ich noch ausrüsten. Upgrade in Stufe 2. Nice, nice, nice. Als erstes den Heiler auf Level 7, auf Stufe 7. Weil er mehrmals erst weg stirbt. Elektra auf Stufe 7. Die ist mir zwar nicht weggestorben, oder? Ne, nur der Heiler war das. Spider-Man auf Stufe 7. Luke auf Stufe 7. Neues einbauen. Punisher auf Stufe 7. Und das war's. Haben wir noch irgendwie was zum Ändern, einbauen? Einbauen, das hört sich an. Zum Mitnehmen. Oder zum Verstärken. Also mein nächstes Kampagnenziel wäre in 3 Stunden und 43 Minuten Belohnung 80 Energie. Wir können noch einmal kurz probieren, wie weit ich jetzt komme in den Event. Aber wir gehen auf den hier. Vielleicht kriegen wir dann den. Schauen wir mal. Dann hätte ich noch einen Charakter. Vielleicht kann der gegen Hulk kämpfen. Ach ja. Überspringen und Auto rein. So, jetzt sind es auch wirklich nur meine 5 Charaktere. Bei Elektra haben wir ja immer der benutzen. Überspringen. Jawohl, ich habe einen Ohr. Weiter. Ich habe jetzt alle auf Stufe 7, Level 7, Stufe 7. Das ist so verwirrend. Wenn so andere Spiele immer spielt, wo es immer Level heißt, hier heißt es Stufe. Hier gibt es Klasse und Stufe. Hm. Erfolg. Wo
Was ist mit Storm? Charaktersplitter. Oh, zu wenig. Auch zu wenig. Auch zu wenig. Auch zu wenig. Und da gab es Tarnnuss. Die Tarnnuss. Gut, also hier kann man beschwören Helden. Bei mir geht das leider nicht, weil ich zu wenig Materialien habe. Ich probiere noch mal die Kampagne. Kampagne 1. Kämpfen. Überspringen. Immer noch die 4. Jetzt habe ich schon 6 Charaktere und kann nur die 4 benutzen. Ich vermute, dass die anderen beiden Charaktere nur... Nee, Elektra konnte ich auch bei denen mitnehmen. Also ich vermute, die anderen beiden Charaktere sind nur für die Events da. Also Event-Charaktere. Weil ich die auch durch ein Event gekriegt habe. Steht bestimmt irgendwo bei den Charakteren. Wofür ich die nehmen darf und wofür nicht. Na mal schauen, vielleicht können wir jetzt den Heil. Wow. Ja, ich hab's geschafft. 3 Sterne. Nice. Gut, damit gebe ich jetzt die erste Kampagne auf oder fertig. Könnt ihr natürlich auch weiter durchspielen, aber ich würde sagen, ich würde jetzt für heute aufhören. Den, ach, ich habe nur 5 Stück davon gekauft, von dem Vieh, von dem Ultrasoldat. Naja, was soll's. Liste. Ah, Punisher, da möchte was haben. Schön. Events. Das war's. Schauen wir nochmal bei dem Event. Bestimmt am Ende kriegen wir der, wenn wir das ganze Event von Elektra zu Ende gespielt haben. Elektra gegen Elektra. Das ist ein bisschen doof. Bereit. Das war ja auch noch ziemlich leicht. Vor allem, ich wollte gerade schon wieder aufhören und jetzt sage ich, ja, nee, ich mach das. Immer das gleiche mit mir. Hm. Mein Mädchen.
Also, ich höre jetzt doch lieber auf. Ist denn? Weil da kam ich nicht weiter. Da war ich zu schwach. Aber wie weit würde es noch gehen? 1, 2, 3. Ich bin genau in der Mitte angekommen. Na gut. Na gut. Dann beende ich das Spiel. Und ich sag mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.